Globaler Online-Multiplayer Renan und Yoshi in einer anderen Farbe. Ah, hier. Oh, Yoshi in McRalph-Blau. Jawohl, läuft. So, bloß nicht Motorrad. Komm, ich habe schon lange kein Standard-Kart mehr gefahren. Ich will einfach mal wieder ein ganz normales Kart unterm Hintern haben. Mit normalen Reifen. Was sind normale Reifen? Das sind normale Reifen. Und einem normalen Schirm. Einfach mal Standard. Ja, nicht so viel Schnickschnack hier. Triforce Hero ist Yoshi Orange. Sehr gut. Yoshi Team Forever, Alter. Du bist beim nächsten Rennen dabei. Freu dich schon mal drauf. Ja, sehr schön. Dann gucken wir hier mal ein bisschen Knochenbowser über die Schulter. Optisch irgendwie ein ziemlich cooler Charakter, zugegebenermaßen. Leidet zwar an mittelmäßigen Organversagen, aber sieht ziemlich cool aus. Achso, ist sechster Player. Warte mal, gucken wir uns mal den ersten an. Vielleicht können wir was lernen. Wo ist er denn? Es gibt keinen ersten. Doch, hier ist er. Ah. Auf was fährst du denn? Was ist das denn? Ein Motorrad? Nein. Eine Motorradwalze. Was ist es? Aus welchem Spiel ist dieses komische Gefährt? Ich kann es nicht. Ist es Animal Crossing? Aber dafür sieht es irgendwie nicht niedlich genug aus. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Oh, Animal Crossing Dorf. Sind wir erst einmal gefahren? Und ich verstehe es auch nicht. Da sind doch alle vier Jahreszeiten auf diesem Bild. Als ich das letzte Mal gefahren bin, war aber nur eine Jahreszeit. Wahrscheinlich ist jedes Mal eine andere. Kann es sein? Ist das möglich? Ist es denn wirklich die Möglichkeit? Ja. Vielleicht werden wir es erfahren. Da, 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 da. Wie Triforce, deine Mutter kann nicht kochen. Hä? Ich bin zu doof. Ich bin zu doof für diese Welt, für diese Sprüche. Und zu doof für Mario Kart. Was mache ich hier eigentlich? Warum sitze ich hier? Oh, cool. Es wird sogar Animal Crossing, deswegen bin ich jetzt gespannt. Ich bin gar nicht mehr sicher. Oh, Entschuldigung, ich muss gähnen. Ich bin müde. Ich bin überarbeitet. Ich bin überstreamt. Ach. Ja, kein Wunder. Ich bin heute um 4:30 aufgestanden, um einen Livestream zu gucken. Kein Wunder, dass ich müde bin. Ich wundere mich gerade nur. Meine Güte. Ich werde schlafen wie ein Stein heute Nacht. Die blauer Yoshi ist cool. So. Yoshi ist sowieso cool. Ah, eines meiner All-Time-Favorite Super Nintendo-Spielen. Super Mario World 2, Yoshi's Island auf dem Super Nintendo. Ich habe nur positive Erinnerungen an dieses Spiel. Es ist ja mit Erinnerungen oft so, die sind ja oft im Kopf viel besser, als sie tatsächlich waren. Ja, wenn man manche Dinge dann heute sieht, denkt man sich, what the fuck, habe ich mir damals dabei gedacht. Aber damals, ey, Yoshi's Island war so ein geiles Mario Jump'n'Run mit vielen Innovationen, mit einer total coolen, ja, so Zeichen, so Kreideoptik. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Spiel damals echt geliebt, heiß und innig, komplett durchgespielt. Und spätestens seit da ist mir Yoshi in positiver Erinnerung. So. Leider kann ich Yoshi hier nicht zum Sieg führen, so wie es aussieht. Okay, ich habe auch relativ wenige Münzen. Oh, hier sind es gar keine Münzen. Hier sind es... Was sind das? Cookie-Säcke? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist es. Aber, oh, Kürbisse. Nein, Erntesäcke. Wahrscheinlich sind es Erntesäcke. Ich weiß nicht, hat einer von euch schon mal Animal Crossing gespielt? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es eine Lebenssimulation ist. Also so ein Sims für Arme. Nein, ein Sims halt auf Nintendo-Konsolen in niedlicher Optik. Ein Sims für Leute, die Sims halt einfach nicht mögen, sondern Animal Crossing. So, nein, aber, was ist das da unten? Wir sammeln keine Münzen, wir sammeln keine Rubine, wir sammeln... Was sind das? Goldsäcke?
Mehlsäcke wahrscheinlich. Mehlsäcke, nachdem wir uns nach diesem Rennen ein wohlverdientes Brot backen können. Oder ein Bananenkuchen. Die Bananenschale läge schon hier rum, die Banane fehlt nur. Sup. So. Also, schöne Strecke, ein paar Nordlichter am Horizont, fiese Gegner, alles, was das Mario Kart Herz begehrt. Also, manchmal kriegt man es aber auch echt voll in die Fresse, ne? Aber alles, was dieses Spiel an Items zu bieten hat. Und alle landen sie genau auf einem Spieler. Oh, blauer Panzer, alles klar. Kommt von Herzen. Oder fahren wir hier im Winter auf der Animal Crossing Strecke, weil... Ich wollte sagen, weil Dezember ist. Es ist ja gar kein Dezember. Ja, armer, blauer Yoshi. Och Gott, die traurige Musik dazu auch noch. Das ist ja mein Herz zerbricht. Also komm, wir können es jetzt nur besser machen. Vor allem mit Triforce an unserer Seite. Mal gucken, ob er wieder mit dabei ist. Oh, die große Drachenmauer. Hatten wir die große Drachenmauer schon? Tja, auch dem Alter geschuldet. Ein Gedächtnis wie ein Sieb. Vielleicht haben wir ja Glück. Schauen wir mal. Triforce Hero ist wieder dabei. Rechts unten. Unser Toon Link. So, was haben wir denn hier Schönes? Im Twitch-Chat. Ja genau, lieber Justu. Du hast dasselbe Problem wie ich. Müde wegen dem Nintendo-Stream. Triforce schreibt gerade, Mario Kart Double Dash für die Switch? Fragezeichen wäre super. Oder Melee. Oder Paper Mario 2. Ja, das wäre echt cool. Aber die Virtual Console soll ja eben auf der Nintendo Switch eben GameCube-kompatibel sein. Beziehungsweise GameCube-Titel eben parat haben. Und da wären natürlich tatsächlich einige richtige Klassiker dabei. Ob man dann Mario Kart Double Dash spielen würde, wenn man Mario Kart 8 Deluxe hat, weiß ich nicht. Aber es... ja... war ja damals, als es für den GameCube rausgekommen ist, wirklich sehr umstritten, weil es ja dieses Mario Kart war, wo auf jedem Kart im Endeffekt, nicht im Endeffekt, sondern tatsächlich immer zwei Charaktere gesessen haben. Einer, der fährt und einer, der die Items benutzt. Ja, war nicht unbedingt der beliebteste Titel in der Mario Kart Fangemeinde, aber wie alle anderen Titel auch ein ganz hervorragender Teil. Wisst ihr was? Ich schieb euch gleich mein Teil irgendwo hin, wo ihr es nicht haben wollt. Fünfter echt. Aber Fünfter geht sogar noch. Hatte sich schlimmer angefühlt, als es tatsächlich war. Diddy Kong Racing Remake, lieber Triforce. Ja, auch eine witzige Idee, aber... also, kam ja für den N64 raus. Und es gab einen zweiten Teil, / Remake, für, ich glaube, den Nintendo DS. Ich hab's auch gespielt, ich hab's auch durchgespielt, aber ganz ehrlich, ich hab's nicht so richtig gemocht. Ich weiß auch nicht. Ich war irgendwann mal, froh, dass es halt mal eine Alternative zu Mario Kart 64 gab. Um einfach auch mal ein anderes Kartspiel zu spielen. Es war auch ein sehr interessantes Konzept, aber irgendwie mit diesem Abenteuermodus und so weiter, ich bin da irgendwie nicht so richtig warm geworden. Ich erinnere mich nur immer an einen richtig coolen Multiplayer-Level. Das war so ein Vulkan, wo man mit den Flugzeugen, also Diddy Kong Racing gab es neben Karts ja auch noch Luftkissenboote und Flugzeuge, und dann quasi immer in die Mitte des Vulkans fliegen musste, um Eier aufzusammeln, um die dann hoch ins Nest zu fliegen. Also keine Ahnung, war saugeil, war echt lustig, weil du den anderen Leuten aus dem Nest dann auch immer die Eier klauen konntest. Ich weiß nicht, ich erinnere mich da irgendwie positiv dran. War total der lustige Multiplayer-Modus. Das ist aber auch so die einzige richtige positive Erinnerung, die ich an Diddy Kong Racing habe. So, diesmal oben rein in die Höhle. Mal sehen, was das bringt. Nö, tut's nicht. Vor allem nicht, wenn man in den Rasen fährt. Schon gar nicht, wenn man zweimal in den Rasen fährt. Naja, die Mario Kart 8 Heldenzeiten sind lange vorbei. Irgendwie noch auf dem fünften Platz gerettet. Mit mehr Glück als Verstand. Und Triforce Dritter.
die Yoshi-Crew hinter Knochen Bowser und Luigi. Ja. Zwei Rennen machen wir mit Yoshi noch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, was darf es sein? Wenn es nach mir geht, sehr gerne der Regenbogen-Boulevard vom N64. Nostalgische Gefühle kommen hoch. Ja, Triforce schreibt es ganz richtig. Früher war Nintendo noch eine Macht, das stimmt. Aber wie das bei den meisten Firmen, Unternehmen, Ländern und so weiter in der Menschheitsgeschichte der Fall ist, gibt es immer Höhen und Tiefen. Nintendo ist nach wie vor ganz besonders, vor allem wegen seinen First-Person-Spielen, die einfach durch die Bank weg einsame Spitze sind. Und ist halt auch wirklich der innovativste Entwickler, zumindest auch in der Größe. Lässt sich immer wieder was einfallen, das geht leider ab und zu halt auch mal schief. Aber in Summe, gibt es wirklich nur ganz wenige so kreative und vor allem qualitativ gut arbeitende Spieleentwickler wie Nintendo selbst. Deswegen, ganz ehrlich, ich hoffe wirklich, die Nintendo Switch wird ein Erfolg. Ich finde das Konzept auch total interessant. Was aber auch klar ist und was mich deswegen relativ entspannt, sollte es in Nintendo irgendwann mal so ergehen, wie es Sega ergangen ist, ja, dass das Konsolengeschäft einbricht, die Firma damit kein Geld mehr verdient, wird uns Nintendo trotzdem als Spieleentwickler erhalten bleiben. Heißt, vielleicht haben wir eines Tages Glück und werden Nintendo-Spiele auf Xbox und PlayStation spielen dürfen. Wer weiß das? Ich finde, es gibt schlimmere Schicksale. So. Ja. Kannst mich mal. Yeah, Baby. Hast gesehen, wie das geht? Der blaue Yoshi ist nicht blau, weil er getrunken hat, sondern weil er hellwach ist. Ihm ist kalt. Ja, okay, ihm ist kalt. Na, herrlich, wenn sie dir die Fragezeichen vor der Nase wegschnappen. I'm loving it. Alles schnappen sie mir vor der Nase weg. Die Münzen, die Fragezeichen. Und dann jagen sie mir noch irgendwelche Gegenstände in den Hintern. Das ist schon eine aggressive Bande hier. Ja, ja, ist das nicht herrlich? Der Typ hat den Stern, Schwein gehabt, gutes Timing. Knappe Geschichte, aber auch ich brauche mal Glück. So, Fünfter ist ja erstmal nicht so schlecht. Alles, was im vorderen Mittelfeld ist, da bin ich ja tatsächlich zufrieden. Bei allem anderen weine ich nachts allein ins Kissen. So, letzte Runde. So, Triforce, wenn du gerade Erster bist, würde ich gerade mal bremsen. Da kommt was Blaues mit Stacheln auf dem Rücken. So, ich hab noch was Rotes. Ich bräuchte bloß einen Gegner, auf den ich es feuern kann. Dann wäre ich soweit. So. Stimmt. Wenn man Pilze hat, könnte man sie auch einsetzen, ne? Ja. Sechster. Ja, er ist zumindest die Mitte. Genau genommen bei 12 sogar vordere Mitte. Also, ein Rennen machen wir noch. Und schaut mal, Triforce Vierter? Ja, aber zumindest Triforce ist eigentlich immer unter den ersten vier. Ne? Wenn ich das so richtig sehe, man müsste mal eine statistische Auswertung meiner Livestreams machen, dann werden wir das herausfinden. So. Triforce Hero schreibt gerade, ich weiß noch früher auf dem Schulhof, wir haben Pokémon oder Fußball gespielt. Ja, Pokémon war auch cool. Es war tatsächlich mein erstes und letztes Pokémon war Pokémon Rot für den Game Boy Classic. Ja. Ich war eigentlich schon ein bisschen so aus dem Pokémon-Alter raus, wenn man überhaupt aus dem Pokémon-Alter rauskommen kann. Und muss wirklich sagen, war echt cool mit zwei Schulkameraden. Also ein Schulkamerad, der sich die blaue Version, ich die rote geholt habt. Und da muss ich echt sagen, ich war echt positiv überrascht. Pokémon echt ein richtig cooles Adventure und
Ja, könnte mir auch durchaus vorstellen, mal wieder zurückzukehren, wenn mal ein richtig großer Titel irgendwie auf einer stationären Konsole erscheinen würde. Die Nintendo Switch wäre ja prädestiniert. Na? Eine Kombination aus stationärer und mobiler Konsole, das wäre natürlich echt der Knaller für so einen richtig fetten Pokémon-Titel. Und die Gerüchteküche brodelt, ja, dass es ein Pokémon Mond und Sonne vielleicht als Wii, als Switch-Version geben soll. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht werden wir sie leben, vielleicht auch nicht. Wir werden es auf jeden Fall überleben. So, Banane. Also Banane ist wirklich das Item, was ich als Neuntplatzierter echt als allerletztes gebrauchen kann. Alles, aber keine Banane. Gut, nur die Münze wäre schlimmer. Obwohl die Münze macht einen zumindest ein bisschen schneller noch. Wenigstens einen Tick. Wisst ihr was? Ihr gebt mir auf die virtuellen Eier. Ihr glaubt's gar nicht. So. Also komm. Concentration, Ladies. Diese Kurve hier. Jedes Mal schrapp ich hier ran und schrapp da raus. Das gibt's gar nicht. Vielleicht lerne ich ja irgendwann mal dazu hier. Kurze Fix. Justus' erste Konsole war das N64. Ja, sehr cool. Siehst du, meine. Ja. Also, alles hat bei mir auf dem Nintendo Game Boy angefangen und die erste stationäre Konsole war dann tatsächlich der Super Nintendo. Aber beim N64 war ich auch am allerersten Tag dabei. Ja, der GameCube, der hat mich so ein bisschen. Ich hatte zwar einen GameCube danach, habe ich aber zugegebenermaßen echt ein bisschen stiefmütterlich behandelt, bin da damals tatsächlich doch dann eher auf die PlayStation 2 geswitcht, die mich damals noch wirklich deutlich mehr überzeugt hat. Vor allem, weil sie gleichzeitig auch noch ein DVD-Player war, was ja damals hier State of the Art, ne? Neueste Technik war. Wundervoll. Da hat sie mal richtig gebracht, dass wir den Superpilz hier haben. Naja. Neunter Platz, aber dafür ein bisschen in nostalgischen Erinnerungen geschwelgt. Hauptsache, wir haben Spaß. Oh shit, da war eine Sprungschanze normalerweise. Alter! Ja, genau. Der Stern hört mitten auf der Wiese auf. Herrlich. So, man kann diese Kurve einfach nur früher nehmen. Dann klappt das auch. Siehst du schon, klappt das. Eigentlich überhaupt kein Problem. Man kann sich aber natürlich auch doof anstellen. Gut, dann erlösen wir mal Yoshi von seinem Elend und wechseln noch einmal Charakter und Lobby für ein paar allerletzte Runden, bevor es dann weitergeht in Star Wars Battlefront.